Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 23. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und es hat wieder Quartalszahlen gegeben, über die wir heute sprechen möchten und natürlich die Marktentwicklung. Bis gleich. Die Themen sind schon vorstrukturiert hier mit den kleinen Logos. Wir sprechen über die Technologiebranche, haben den Händler Erdem hier zu Gast und natürlich auch den Risikohinweis, dass all das, was gesagt wird, nur unsere persönliche Meinung ist, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und damit schalte ich den Erdem auch gleich zu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, wir haben tatsächlich beim DAX mal wieder eine Phase, wo ein bisschen Schwäche reinkommt. Ob die von Dauer ist, das darf bezweifelt werden, denn gerade gestern gab es erst wieder ein neues Monatshoch. Der Markt ist also sehr robust, oder? Der Markt ist momentan sehr robust, wenn man bedenkt, dass wir Anfang Oktober schon mal knapp unter 12.000 gewesen sind. Und danach sind wir eigentlich ja so die letzten 4, 5, 6 Wochen eigentlich nur gestiegen. Und da sind wir jetzt 2.400 Punkte drüber. Und momentan sind wir so etwas tendenz- und richtungslos. Wir wissen nicht, die Berichtssaison ist jetzt fast vorbei. Die ganzen Daten, die da rausgekommen sind, die waren halt mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Das waren halt mal gut, mal schlecht, aber es war ja halt alles mit der Rezession auch so erwartet worden. Es kommt momentan ja auch keine Impulse aus der Notenbankseite. Also momentan wissen wir nicht, was die Notenbanken in Europa und in den USA auch vorhaben. Die nächsten Sitzungen sind ja erst Mitte Dezember. Und momentan ist der Markt so etwas richtungslos. Man will nicht weiter steigen, fällt aber nicht weiter und wir haben diese Woche auch die Situation, dass morgen ja in den USA Thanksgiving ist. Der amerikanische Aktienmarkt wird ja morgen geschlossen bleiben, am Freitag noch einen halben Tag machen. Da ist davon auszugehen, dass dann heute auch, wenn die Wirtschaftsdaten um 14.30 Uhr kommen, und heute kommt ja einiges, alles, was regulär eigentlich donnerstags oder freitags kommen würde, wird dann heute veröffentlicht, dass da vielleicht etwas Bewegung reinkommt. Ansonsten werden wir wahrscheinlich die Woche dann so abschließen. Die Wirtschaftsdaten schauen wir uns nachher nochmal im Detail an. Die Stimmung habe ich aber auch mitgebracht vom Fear and Greed Index. Die ist weiter positiv. Und das hat man gestern auch gesehen. Der Nasdaq, nachdem er nochmal das Tief des Vortages getestet hat, ging nach oben über 1% im Plus. Sogar der marktbreite S&P 500 hat nun über der 4000 geschlossen. Also alle in Feiertagslaune, oder? Alle Händler sind in Feiertagslaune. Und momentan hat man ja, wie gesagt, auch man will noch nicht in den Markt einsteigen, diejenigen, die noch nicht drin sind. Und diejenigen, die drin sind, die wollen noch nicht aussteigen. Also sagen wir jetzt so eine mehr oder weniger so eine Pattsituation. Und deswegen halten wir uns dann auch auf dem relativ hohen Level, wenn man mal bedenkt, wo wir vor 5 Wochen, vor 6 Wochen mal gewesen sind. Und deswegen ergibt sich halt die Situation, dass wir uns dann immer um die 14.200 bis 14.400 Marke dann hin und her pendeln. Wie gesagt, es sind noch keine eindeutigen Signale, in welche Richtung es gehen soll. Und man hat ja vor knapp 14 Tagen gesehen, als halt die Inflationsdaten veröffentlicht worden ist, was da für ein Feuerwerk im Markt abgebrannt worden ist. Und da haben wir schon auch erlebt, dass dann halt so schnell, wie es runtergegangen ist, genauso schnell wieder hochgehen kann. Und da warten wir momentan auf die nächsten Signale, die hoffentlich heute ab 14.30 Uhr kommen. Ja, erst einmal bewerten wir noch die Quartalszahlen, denn ein paar gibt es ja noch in dieser Quartalssaison. Gestern nachbörslich kam zum Beispiel eine Hewlett-Packard, ein Urgestein seit 1939 oder 37 gibt es den Konzern immer noch, der Marktführer bei Druckern, Peripheriegeräten, auch im Computerbereich sehr, sehr stark. Und nachdem Dell so ein bisschen den Rückgang in der Branche vermeldet hatte, war man sehr gespannt, was da bei Hewlett-Packard rauskommt. Genau, Hewlett-Packard ist wie gesagt auch einer der Gründer des Silicon Valley, kann man ja schon sagen. Die sind ja so lange dabei. Die haben sich ja 2015 abgespalten. Man hat ja das klassische Drucker- und Computergeschäft ja auf die eine Seite gestellt und dann hat man noch alles, was mit Servern und Speicherdienst, so was man heute als Cloud bezeichnen würde, auf die andere Seite dann gestellt. Und gestern kamen mal Zahlen von der klassischen Druckersparte. Wie erwartet sind die Zahlen rückläufig. In der Pandemie gab es ja nochmal so einen Zwischenhoch. Aber momentan haben wir natürlich auch die Situation, dass halt jeder, der einen Computer braucht, zu Hause eins hat oder einen Laptop, je nachdem, oder auch einen Drucker. Von der Privatpersonenseite her wird dann nicht mehr besonders viel kommen, denke ich, weil diejenigen, die dann halt auch das mobile Internet nutzen, die werden jetzt sich nicht nochmal ein stationäres Gerät kaufen. Und von der Unternehmensseite ist dann auch relativ das Geschäft auch überschaubar. Ja, und dementsprechend waren auch die Zahlen. Also man hat ja erwartet, dass die Zahlen etwas schwächer werden. Genauso schwach sind sie auch gekommen.
Man hat ja nur einen Gewinn beziehungsweise einen kleinen Quartalsverlust von 2 Millionen Dollar gemacht. Das ist aber darauf zurückzuführen, dass da auch Steueranpassungen dann passiert sind von 512 Millionen Dollar, die halt nicht ergebniswirksam waren oder die halt nicht so gebucht werden konnten. Wenn man die dann ausschließt, hat man einen Gewinn von 85 Cent pro Aktie erwirtschaftet. Direkt im Anschluss hat dann auch Hewlett Packard darauf bekannt gegeben, dass sie halt bis 2025 auch 4.000 bis 6.000 Mitarbeiter entlassen wollen. Die wollen halt Stellen abbauen, um da halt auch profitabler zu werden, um da halt den Umsatzrückgang dann aufzufangen. Die Aktie hat dann ganz leicht nachgegeben, knapp 1%. Und diese Stellenabbau wird dann nochmal knapp 1 Milliarde kosten. Und wie gesagt, das wird dann auch bis Jahre 2025 dauern. Und da hofft man sich dadurch, dass man dann noch bessere Zahlen dann vorlegen kann. Der Nettoumsatz, den sie dann gemeldet haben, lag im Rahmen der Erwartungen. Man hat erwartet, dass ungefähr bei 14,7 Milliarden liegen sollte der Umsatz. Der lag bei 14,8 Milliarden. Also da gab es halt keine große Überraschung. Und ist aber trotzdem ein Rückgang von 11% gegenüber letzten Jahr. Und da sieht man auch schon, dass da auch Corona-bedingte Sonderkonjunktur jetzt auch schon raus ist. Wenn dann der Stellenabbau vollzogen wurde, spart man aber pro Jahr 1,4 Milliarden ein. Also mit Weitblick ist das durchaus eine Meldung, die ganz gut ankommt und die freut natürlich auch all diejenigen, die da investiert sind, weil der Gewinn sich dann letzten Endes, wenn er höher wird, auf die Aktionäre auszahlt. Es ist ein Dividendenwert, die HP und vor allem Warren Buffett ist ja da dick investiert. Das ist richtig. Warren Buffett ist auch in HP investiert. Aber wie gesagt, HP ist natürlich auch das klassische Computergeschäft, klassische Druckergeschäft. Und wie wir schon gesagt haben, alles, was ein Computer, ein Laptop, ein Drucker gebraucht hat, hat es in der Corona-Lockdown-Zeit sich dann zugelegt. Und momentan fehlen halt so die Anschlusskäufe, auch von der Privatanlegerseite, auch wie auch von der Unternehmensseite. Und da kämpft ja nicht nur HP selber mit drum, sondern sind ja alle Hardware-Hersteller auch damit ja betroffen, dass da halt momentan ja, die Corona-bedingte Sonderkonjunktur jetzt ausgefallen ist. Vielleicht hätte Warren Buffett dann das deutsche Steuerrecht befragen können, denn diese elektrischen Geräte, die schreibt man ja in Deutschland auf 5 Jahre ab, also 2020 gekauft, 2025 dann erst der nächste Kauf zu planen. Mal gemacht. So kann man es auch sehen. Okay, aber lass uns in dem Bereich hier bleiben. Dell hatte ich schon eingangs erwähnt. Die haben ebenfalls natürlich mit denselben Rahmenbedingungen zu kämpfen. Und bei Dell schrumpft aber auch der Betriebsgewinn. Also da sahen die Zahlen nicht ganz so gut aus wie bei Hewlett Packard im Vergleich. Stimmt, Dell hat auch Zahlen gebracht. Dell ist auch so ein klassischer Hardware-Hersteller. Die sind ja 2013, hat der Gründer Michael Dell ja die Aktien zurückgekauft, von der Börse genommen, hat dann nochmal restrukturiert. Und 2016 kam ja nochmal wieder eine Einführung als Tracking Stock. Das heißt, das wurde nur ein Unternehmensbereich an die Börse gebracht, nicht das Gesamtunternehmen. Die Zahlen von Dell, die waren halt im Großen und Ganzen auch wie erwartet war, dann halt auch keine große Überraschung, genau wie bei HP auch. Corona-bedingte Sonderkonjunktur ist ausgelaufen. Die Anschlusskäufe, die fehlen jetzt momentan. Die Umsatzprognose, die sie halt abgeliefert haben, die war halt für das laufende Quartal etwas schwächer als erwartet, was auch jetzt auch keine große Überraschung dargestellt hat in meinen Augen. Das Ergebnis plus, das war halt das Besondere hier, betrug plus von 39% gegenüber dem letzten Jahr. Das hat dann schon mal die Aktie etwas nach oben getippt am Montagabend, nachdem die Zahlen kamen. Aber nachdem halt der Ausblick dann bekannt gegeben worden ist, ist dann halt alles wieder in sich zusammengefallen. Also die Zahlen waren gut, das Ergebnis war gut, Umsatz war etwas schwächer, aber der Ausblick, der hat dann alles wieder mehr oder weniger angeglichen, glattgestellt. Man geht jetzt davon aus, dass man einen Umsatz hat, Spanne zwischen 23 und 24 Milliarden US-Dollar, wobei der Markt schon etwas mehr als 25 Milliarden erwartet hat. Also sieht man auch schon, dass da auch genau die gleiche Problematik herrscht wie bei Hewlett Packard. Und da fragt man sich natürlich als Benutzer von dieser Hardware, ob denn die Softwarefirmen besser laufen. Eines der Lieblinge in der Corona-Pandemie war die Zoom Video Communications. Auch die hat Zahlen gemeldet und das ist gar kein Wachstumswert mehr, wenn man sich die Zahlen genau anschaut. Genau, Zoom hat auch Zahlen gebracht und naja, die waren halt durchwachsen, kann man positiv sagen. Also das Wachstum ist ja ganz schwach ausgefallen. Die haben natürlich auch in der Corona-Pandemie natürlich darüber profitiert, dass halt sehr viele Unternehmen halt
mit ihrem Homeoffice halt dann auf Videokonferenz angewiesen waren und dann haben die dann auch dementsprechend auch das in bare Münze verwandeln können. Momentan merkt man jetzt auch, dass halt der Bedarf danach jetzt rapide abgenommen hat, dass das halt nicht mehr so reinkommt, wie man es erwartet, zum einen. Zum Zweiten ist halt, dass der Nettogewinn von knapp 340 Millionen Dollar bis auf 48 Millionen eingebrochen ist, wobei hier halt die hohen Kosten durch Aktienoptionen für die Mitarbeiter mit eingerechnet sind. Das wurde im Markt jetzt auch schon so erwartet. Man erwartet jetzt für die nächste Zeit ein etwas schwächeres Wachstum, ein etwas schwächeres Ergebnis auch dazu, was dazu führt, dass dann auch die Aktie dann im Anschluss an die Zahlen auch nachbörslich abverkauft worden ist. Ja, und da sieht man auch bei Zoom ja auch, dass halt auch ein riesengroßer Profiteur war von der Corona-Pandemie, von der Tendenz, im Homeoffice zu arbeiten und da fehlt jetzt auch wiederum die Fantasie jetzt, wo man wieder im Büro ist, wo man halt das klassische Arbeitsumfeld wieder hat, dass der Bedarf an Videomeetings halt nicht mehr so groß ist, dass dann auch das in ja, bare Münze dann umgewandelt werden kann. Das haben auch die Zahlen dann gezeigt, dass man sagt, der Nettogewinn soll dann jetzt nur noch auf 1,5 Milliarden dann wird dann erwartet. Man wurde halt hat erwartet, dass es da vielleicht etwas mehr ist. Und der Gewinn der Aktie ist nur noch mit 1,07 Dollar angegeben. Man hat erwartet, dass es mit 1,11 wird, aber das war auch der Grund, wieso die Aktie dann im Nachwuchs dann knapp 5% im Minus war. Ja, die Dynamik ist also richtig zum Erliegen gekommen. Das liegt meines Erachtens auch noch an zwei weiteren Faktoren. Der erste ist, dass viele Behörden, Schulen und so weiter Zoom erst einmal genutzt hatten in der Corona-Pandemie und dann später zurückruderten, weil sie sagten, vom Datenschutz her kann man das vielleicht nicht mit den deutschen Compliance-Richtlinien als Beispiel vereinbaren. Wir nutzen eine andere Software. Und der andere Punkt ist, die anderen Software-Varianten gibt es ja. Also Microsoft hat mit Teams einen starken Player, Cisco, Webex und so weiter. Also es ist nicht konkurrenzlos, das Produkt. Das ist richtig. Das Produkt ist nicht konkurrenzlos, aber wie gesagt, halt seit der Corona-Pandemie hat ja halt einen Höhenflug erlebt ohne dergleichen. Was wir natürlich in Deutschland nicht speziell haben, dass wir halt immer sagen, halt, wir haben halt eine spezielle Datenschutzrichtlinie, was eigentlich für den amerikanischen Markt eigentlich nicht so sehr ausschlaggebend ist. Aber wie du schon gesagt hast, ist richtig. Viele Unternehmen, viele Behörden und auch Schulen haben Zoom am Anfang genutzt und dann sind aber auch dann sehr schnell dann wieder davon runtergekommen, weil sie halt gesagt haben, das können wir halt mit unseren Datenschutzrichtlinien auch gar nicht sicherstellen, dass dann die Daten auch dahin kommen, wo sie halt hingehören. Andere Unternehmen haben auch eine Videokonferenz-Töchter, die dann halt mit integriert sind in die Programme, wie zum Beispiel bei Microsoft. Das Alleinstellungsmerkmal bei Zoom war, dass man das unabhängig von irgendwelcher Plattform dann benutzen konnte. Das ist natürlich halt ein smartes, knackiges Programm halt gewesen, ne? Und das Problem ist halt einfach, der Bedarf ist halt nicht mehr so da wie vor 2 Jahren, halt, wo man das halt, wenn man im Homeoffice gesessen hat und das dann benutzt hat, jetzt muss man das nicht mehr. Das benutzt man zwar ab und zu mal, wie wir zum Beispiel jetzt auch benutzen, aber der große Bedarf ist natürlich auch nicht mehr vorgegeben. Und das merkt man natürlich auch an den Umsatzzahlen und halt auch an dem Wachstum, wie du gesagt hast, das ist halt ja mehr oder weniger erflacht und auf einem sehr niedrigen Level geht das dann so weiter. Ja, genau. Ja, auf einem hohen Level sind hingegen die Zahlen, die heute noch rüberkommen. Du hattest es eingangs erwähnt. Ich möchte die noch mal kurz darstellen. Auf der ersten Folie die Zahlen, die es heute schon gab. Wir haben nämlich für Deutschland und für die Eurozone und auch für Großbritannien schon die S&P Global Daten, PMI Gesamtindex, verarbeitendes Gewerbe, Einkaufsmanager Index. Und die waren tatsächlich einen Tick besser. Also sah ganz gut aus. Am Nachmittag bekommen wir die auch noch mal für die USA geliefert. Und man sieht schon an der Länge der Liste, alles vorgezogen wegen dem US-Feiertag, die Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung, dann auch die Verkäufe neuer Häuser, Rohöl, Lagerbestand und wir haben auch noch die Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA und von Quartalszahlen her noch eine John Deere auf jeden Fall, die heute interessant sein dürfte und dann ist der Kalender auch schon auf Wochenende gepolt. Wir dann nicht, wir sind morgen und übermorgen auch mit der Berichterstattung über den deutschen Markt zugegen und da freue ich mich dann auf den nächsten Kollegen und bedanke mich bei dir, Erdem, für die Berichterstattung. Vielen Dank. Bis bald.